Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder da sind bei uns beim Club 3. Wir haben heute wieder viel zu besprechen mit ganz aktuellen Themen, auch brisanten Themen, quer durch die Innenpolitik. Und wir stellen uns jetzt einmal kurz vor. Lena Schilling, wie gewohnt. Vielen Dank für die Einladung, soll ich mich selber vorstellen? Sehr gerne. Nein, passt schon. Christoph Haselmeier. Danke für die Einladung. Leiter von IFDD, Meinungsforscher und Politikexperte, und Rainer Nowak. Wir beide sind von der Kronenzeitung und wir geleiten Sie jetzt durch die Sendung. Wir wollen gleich mit einem aktuellen Thema beginnen, und zwar geht es hier um Asyl im weitesten Sinne und Migration. Wir haben da in den letzten Tagen einige Geschichten gehabt. Die Vorarlberger sind vorgeprescht, die haben das eh schon länger, aber haben jetzt ihre Maßnahmen verschärft und haben einen Vorarlberg-Kodex, den jeder Asylwerber unterschreiben muss. Da verpflichtet er oder sie sich dazu, muss Deutschkurse besuchen, also nicht kann, sondern muss, und muss auch gemeinnützige Arbeit verrichten. Da gibt es auch Kritik, vor allem von der SPÖ-Seite, die sagen, man kann nicht Menschen verpflichten zu arbeiten, ohne dass sie bezahlt werden. In den ÖVP-gesteuerten Bundesländern ist es anders, also nachvollziehbarerweise. Da ist man sehr, sehr d'accord. Der Herr Drexler ist dann von der Steiermark, ist dann am Tag darauf ausgerückt und hat gesagt, das findet er super. Wir haben dann auch noch alle anderen Landeshäuptlinge gefragt, was sie dazu sagen, oder Häuptlingen, es gibt ja auch eine Frau, ja, dabei, die Mikl Leitner aus Niederösterreich, was sie davon halten. Und überraschenderweise war auch ein roter Landeskaiser im wahrsten Sinne des Wortes aus Kärnten darunter, der gesagt hat, ja, das kann man sich vorstellen und kann man sich anschauen. Also durchaus interessant. Heute hat sich die Ministerin Raab dazu gemeldet und wünscht sich fleckendeckend diese verpflichtenden Einsätze von Asylwerbern. Mhm. So, jetzt habe ich lange genug das erklärt. Jetzt gebe ich es gerne in die Runde. Mhm. Es ist ein brisantes Thema. Es gibt auch aktuelle Zahlen, wollte ich sagen. Die Migration von 2019 bis 2022, da gab es eine parlamentarische Anfrage, kostet mehrere Milliarden. Ja, also nur so als Nebenaspekt. Mhm. Also, darf ich das Wort dir geben? Ja, gern. Ich glaube, also es geht ja bei diesem Asylkodex nicht nur um verpflichtende Deutschkurse. Ich glaube, dass Menschen die Möglichkeit haben, Deutschkurse zu machen und wenn sie in dem Land länger bleiben wollen, auch die Sprache lernen wollen, das ist jetzt mal grundsätzlich sinnvoll. Da wäre das Erste, wer schafft das Angebot? Also da würde ich gern die Rückfrage stellen. Wir haben einfach nicht genug Leute, die Deutschkurse geben. Hatten wir schon damals nicht, haben wir heute nicht. Woher kommen die plötzlich? Das heißt, wenn man das verpflichtend macht, braucht man auch das Personal, muss sich davor Gedanken gemacht haben, wie man das überhaupt gewährleisten kann. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, da geht es ja auch ein bisschen darum zu sagen, in diesem Kodex, gerade jetzt in der aktuellen Zeit und Strömung, wir alle halten uns an dieselben Werte. Es geht darum, dass Asylwerber das unterschreiben, quasi als so ein Commitment. Und ich frage mich, ob das mit so einer Unterschrift passiert, dass man dann plötzlich committed ist, ob das bei den Menschen was verändert. Das heißt, ich würde sagen, man kann sowas vielleicht grundsätzlich irgendwie andenken. Da gab es ja ganz andere Vorschläge von Seiten der SPÖ, aber auch von ganz anderen Parteien, dass man sowieso was macht wie ein freiwilliges soziales Jahr, wo es quasi wirklich auch Integrationsmaßnahmen gibt. Und dann gezwungen werden, quasi, wenn man verpflichtet wird, das ist ein Zwang zur Arbeit, da bin ich mir nicht sicher. Vor allem auch da wieder wird berücksichtigt, was die Menschen vorher gemacht haben. Es kommen ja Menschen geflüchtet aus verschiedenen Ländern, aus Kriegsgebieten. Leute, die Asyl ansuchen, kommen her mit einem Grund meistens und haben davor ja ein Leben und andere Berufe gelernt. Das heißt, berücksichtigt man das oder nicht? Und ich glaube, da sind wir bei so Kernfragen. Ich halte es jetzt mal wieder für so einen Vorstoß, für so ein, wir erklären, wie Dinge irgendwie funktionieren könnten. Man hat es nicht wirklich durchdacht, man hat sich nicht überlegt, wie das eigentlich funktioniert. Und ich zweifle sehr an, dass das zu einer Integration oder zu einer Entspannung des gesellschaftlichen Klimas führt. Deswegen bin ich dem gegenüber extrem kritisch, weil ich nicht glaube, dass es die Wirkung hat, die man sich davon verspricht. Die ÖVP will halt mal wieder Hardliner sein, gerade gefühlt. Wie sehen das die Herren? Ich sehe es witzigerweise ähnlich, aber würde trotzdem sagen, ich sehe es nicht so kritisch. Aber warum sehe ich es ähnlich? Weil ich glaube, solange der Vorwurf nicht detailliert am Tisch, also Vorwurf, der Entwurf nicht detailliert am Tisch liegt, kann man schwer darüber urteilen, weil das genau diese Fragen, die jetzt aufgeworfen worden sind, von den Schilling sind die interessanten. Also wer muss was
tun? Was heißt das gemeinnützige Arbeit? Heißt das, dass ein syrischer Arzt dann beim Hausarzt in der Gemeinde hilft oder im Spital? Oder heißt das, dass der dann... Darf oder so, heißt das dann, dass der Straßen kehren soll? Mhm. Also ich glaube, da geht es dann schon auch um Menschen, sagen, wer macht was. Das prinzipiell ein Beitrag dieser Menschen zum Gemeinwohl in Österreich zu leisten sein könnte, fände ich gut. Nur wie genau passiert das? Was heißt, wie freiwillig ist das, wie unfreiwillig ist das? Gibt es da zum Beispiel was möglich, wäre ein Punktesystem, wo wenn jemand mehr arbeitet, dann kriegt er Punkte. Also passiert das eher nicht durch Zwang, sondern durch Bonussysteme, die immer ganz gut gehen. Soweit ich weiß, gibt es das nicht. Nein. Ich sage nur, aber das müsst ihr mal am Tisch legen. Und was ich auch noch interessant finde in dem Zusammenhang ist, ist die Integrationspolitik in dem Land jetzt plötzlich Ländersache? Weil wenn das so ist, dann wird es absurd. Mhm. Wenn jedes Bundesland sich die einzelnen Regeln selber gibt, passiert ja nichts anderes, dass es dann einen Wettbewerb gibt, wer hat die härtesten Regeln, um vielleicht vor Landtagswahlen in Vorarlberg dafür zu sorgen, dass die Asylbewerber dann noch ins schöne Wien weiterziehen. Hatten wir schon einmal mit diversen finanziellen Zahlungen an bestimmte Asylbewerber. Das heißt, wenn es da einen unterschiedlichen Fleckerlteppich in Österreich gibt, hielt ich das für wirklich schlecht. Mhm. Also es braucht eine einheitliche Lösung, aber offensichtlich ist das ja ausgeschnapst vorher. Also offensichtlich bei der Landeshauptleutekonferenz hat man das bereits vorher quasi im kleinen Kreise diskutiert. Das wäre dann verständlich, warum auch Kaiser plötzlich zustimmt. Und man sozusagen das als Länderlösung präferiert und der Bund sagt dann, ja gut, machen wir, aber schauen wir mal. Also ich finde es ganz interessant, wie sich wieder gerade so Machtverschiebungen in Österreich passieren unter der Hand, wie jetzt Integrationspolitik in den Ländern. Ja, okay, aber dann müssen wir überhaupt mal reden, dass die Länder, wenn sie sagen, sie machen jetzt die Integrationspolitik, dann müssen sie aber auch die Deutschstunden finanziell geht es ihnen ja ganz durch den neuen Finanzausgleich, ich sage es immer wieder gerne, geht es ihnen ja sehr gut, aber dann müssen sie auch mehr übernehmen. Ja, ich glaube, ganz kurz noch dazu. Ich würde da zustimmen und die erste Frage wäre natürlich auch eben Umsetzung sowieso ganz fragwürdig, aber man hat ja ganz lange Zeit Asylwerbern jetzt auch verboten zu arbeiten. Also die hatten bis jetzt keine Möglichkeit zur Arbeit und jetzt will man sie verpflichten zur Arbeit. Und ich frage mich, wo da so auch ein Mittelweg ist, eine Idee davon, okay, vielleicht wo viele Menschen wollen arbeiten, gibt man ihnen mal die Möglichkeit oder verpflichtet man sie zu was? Also dieser Sprung von ihr dürft gar nicht zu ihr müsst, ist dieses, also erstens, entweder sie nehmen uns die Jobs weg oder zweitens, sie hackeln nichts. Und wir haben jetzt diese zwei Extremen in der Ausformung geschafft zu rekonstruieren und ich finde beides ein bisschen schlächerlich, ehrlich gesagt. Schaut, wir merken einfach, Wahlen stehen an. Ja? Ja. Wir haben nächstes Jahr eine wichtige Nationalratswahl, die ja, wenn sie regulär stattfindet, Ende September stattfinden wird. Wir haben die Steiermark, wir haben Vorarlberg, wir haben die EU-Parlamentswahl. Das ist zu den Österreicherinnen und Österreichern leider eher egal. Aber nichtsdestotrotz, wir haben wirklich ein großes Wahljahr vor uns. Und mit dem Thema Migration kann man in Österreich, das wird keinen von uns jetzt da überraschen in der Runde, Wahlen gewinnen oder Wahlen auch verlieren. Und wenn wir auf die jetzige Sonntagsfrage und das schon quasi das ganze Jahr blicken, dann sehen wir ganz vorne Nummer 1 Herbert Kickl mit seiner FPÖ, die derzeit bei uns in den Zahlen beim Institut für Demoskopie und Datenanalyse, dem IFDD, bei rund um die 29% stehen, wenn man sich das wirklich ganz genau anschaut mit den sehr sicheren Wählern, wer da noch hingeht oder nicht. Ja. Und gleichzeitig kommen jetzt die anderen Parteien drauf, da hat natürlich auch der Krieg in Israel und der Angriff, der abscheuliche Angriff der Hamas noch auch seines dazu getan, dass das Thema Migration auch ein sehr, sehr wichtiges ist. Das heißt, ist natürlich auch wieder geklettert bei den wichtigsten Themen in Österreich, was den Leuten unter den Fingernägeln brennt, weil natürlich die letzten 1,5, 2 Jahre hat das Thema Teuerung natürlich alles überdeckt, ist noch immer ganz, ganz stark, aber wir sehen jetzt wieder, die Migration kommt drauf. Ja. Und ich habe halt den Eindruck, dass viele Parteien einfach die Migration einfach verschlafen haben und auch die Migrationspolitik. Jetzt höre ich von verschiedensten Seiten, ich mag zwar diese Einordnungen nicht, Mitte, rechts, links und so weiter, aber auch Freunden von mir aus der Linken, die sagen, wir müssen etwas tun und so weiter. Ja. Es kann nicht sein, dass wir am politischen Islam nach Österreich holen, dass Frauen dort als nicht einmal zweiter Klasse gelten, sondern als gar nichts gelten. Ja. Und in vielen diesen Bereichen, und jetzt kommt halt die Politik drauf, jetzt muss man was tun und dementsprechend natürlich auch die Ministerin Raab, die dafür auch zuständig ist, auch, dass sie jetzt draufspringt auf den Vorschlag der ÖVP Vorarlberg, weil die ÖVP Vorarlberg natürlich auch sieht, auch im Ländle, wo das Problem nicht so
dramatisch ist, wie es zum Beispiel in einem Ballungszentrum wie Graz oder in Wien ist. Ja, wo wir sagen, wir müssen da was tun. Aber de facto hat es mit Wahlen zu tun und du merkst einfach, die Stimmungslage ist in Österreich in diesem Thema massiv gekippt. Das stimmt und das sehen wir ja auch immer wieder und gleichzeitig, das ist genau das Ding, es wird jetzt halt auch Politik gemacht, wie Politik gemacht wird vor Wahlen. Aber da geht es auch nicht darum, was gut ist für die Österreicherinnen und Österreicher. Also man muss sich ja in der Migrationsfrage auch die Frage stellen, was sind dann wirklich Maßnahmen, die funktionieren und welchen Einfluss haben sie auf unsere Gesellschaft. Und jetzt wieder daherzukommen, wenn irgendwelche Landeshauptleute da sagen, wir machen das so und so und so, dann hat das nichts mit einem Integrationsplan zu tun, dann hat das nichts mit einer fundierten Einschätzung davon zu tun, wie man als Gesellschaft mit einem Problem umgeht. Aber die Landeshauptleute wollen ja Macher sein. Also wie gesagt, das ist einmal so der Anspruch, ja, der Macher oder der Macherin in Niederösterreich. Das heißt, die sind ja die Nummer eins im Land und die wollen natürlich gegenüber ihrer Bevölkerung natürlich sagen, schaut, wir tun da schon was und da ist ihnen, glaube ich, die Kompetenz. Dann sollen sie zu einem Bauhaus fahren und einen Tisch bauen oder so. Man könnte es ja umdrehen und sagen, warum gibt es also ernsthaft 2023 die Diskussion über solchen Kodex? Wenn so ein Kodex richtig und wichtig wäre, dann hätte es ihn doch eigentlich seit 20, 30 Jahren schon geben müssen. Also quasi eine Beteiligungsplan, ein Deutschkurs etc. Also, warum gibt es das? Das ist alles immer so. Naja, ich glaube eher, das Verschleppen und das Wegdrehen von brisanten Themen hat leider Gottes Tradition in dem Land und zwar nicht nur beim Thema Integration, sondern auch bei Schuldenpolitik und bei vielen anderen Themen, wo einfach gewisse Dinge ausgeblendet werden, sagen, nein, in 5 Jahren sind sie eh nicht mehr in der Regierung, dann sollen sich bitte andere Menschen drum kümmern. Ja. Ich glaube, dass es so ein grundsätzlicher Reflex in der österreichischen Politik ist und dass quasi, es ist ja überhaupt so ein Kleinkling, bei vielen Themen versuchen einfach Politiker immer irgendwas zu tun und irgendwas vorzuschlagen und quasi in der Rolle eines Reformers, in der Rolle eines Aktiven zu sein. Und meistens ist das aber dann nicht der Fall. Ja, aber darf ich da einhaken? Es ist auch, also ich bin da völlig d'accord, vor allem das Verdrängen und Verschlafen, wenn man sich die deutschen Medien anschaut, was da Appelle gibt über die Bild-Zeitung zum Beispiel. Ja? Also so, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, alle diese 50 Punkte. Und auch der Herr Habeck, wie er sich hinstellt. Und auch die haben das auch verschlafen und verdrängt. Und jetzt rennen da irgendwo in Essen oder wo das war, rennen dort, ich weiß nicht wie viele Leute herum und fordern ein Kalifat. Also da ist schon etwas passiert, das kann man jetzt nicht sagen, das ist, ich weiß es nicht, ja, das ist, da muss man denen mehr, auf die mehr zugehen, ja, alles gut, ja, aber wir haben da schon ein Problem mit importiertem Antisemitismus und das ist definitiv ein Faktum und die Entwicklung haben wir verpennt, das muss man sagen, und jetzt stehen wir da. Und dann, klar, Wahlen stehen an, völlig richtig. Das nutzt natürlich, wenn die Menschen kriegen ja Angst. Wenn sie die Berichte lesen, die Bilder sehen, die kriegen Angst. Ja. Was ist da schon wieder los bei uns? Ja? Rennen die bald herum und machen Anschläge, was auch die immer. Die Angst ist ja total verständlich. Ja, aber. Die Krone hat ja berichtet über die Sittenwächter in Wien und so weiter, die es ja gegeben hat, ja, 20. Bezirk, Stichwort und so weiter. All das haben wir über Jahre verschlafen und jetzt kommen wir halt drauf, aufgrund eines kriegerischen Konflikts, ja, dass wir, du sagst es richtig, dass wir uns das importiert haben und in Wirklichkeit werden wir in Zukunft nicht mehr über Mitte, Rechts und Links diskutieren, sondern es muss, glaube ich, ein neues Wertestruktur geben in Wirklichkeit, wo man sagt, Antisemitismus und Faschismus sind abzulehnen und da ist es wurscht, ob du jetzt mehr eher auf der roten Seite bist, grünen Seiten oder auf der bürgerlichen Seite oder auf der nationaleren Seite, da muss es einen Schulterschluss über alle geben und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der man in den kommenden Monaten und Jahren steht. Aber ich glaube, da sind ein paar Sachen vermischt. Also ich glaube, einerseits haben wir auch einen heimischen Antisemitismus, den wir immer wieder sehen. Das heißt, wenn wir über den Wertekodex reden, dann reden wir doch bitte darüber, worüber wir uns überhaupt mal als Gesellschaft gerade einigen können. Und da bin ich mir immer wieder auch nicht sicher gewesen, auch wenn die FPÖ gerade zumindest irgendwie ein Korn gefunden hat, wie jemand gesagt hat, und da jetzt irgendwie Kante zeigt. Und gleichzeitig, ich glaube auch, wir haben es nicht verschlafen. Es ist verdrängt worden. Weil man keine Lösungsansätze hat. Ich würde dir da voll recht geben und gleichzeitig sagen, wir sehen dann halt immer wieder so Symbolpolitik. Ich glaube, wir sitzen jetzt einmal die Woche da und diskutieren irgendwelche Maßnahmen, wo niemand weiß, ob die rechtlich überhaupt dicht sind. Ich weiß nicht, weil Symbolpolitik alles geworden ist. Letztes Jahr war es die Fahne, oder? Genau, ob für die Fahne nochmal das Recht verändert werden soll, obwohl es schon ein bestehendes Recht gibt. Und richtig, dann, das ist eine juristische Frage, ob das überhaupt möglich ist. Ne? Okay, aber so, das ist immer wieder. Das Gleiche ist aber auch mit dem Kodex. Das ist rechtlich das ist genau noch Punkt. Nicht ganz geklärt. Ne? Das ist genau, schon interessant. Aber genau das ist mein Punkt, dass dann Landeshauptleute ausreiten und ständig irgendwelche Dinge fordern, die
vielleicht überhaupt nicht gehen, aber man hat es mal gesagt, weil man ist super hart. Und das ist halt auch nicht glaubwürdig. Ich möchte schon, dass die Menschen im Land Vertrauen in die Politik haben können, in Politikerinnen und Politiker, dass die sich überlegt haben, was die sagen und dass nicht ein Vorschlag ist, der irgendwie gut klingt in einer Zeitung oder wie auch immer klingt, sondern dass das auch tatsächlich fundiert ist. Das ist ja keine Politik, das ist ein Kasperltheater. Aber man muss sagen, die Vorarlberger haben das fix implementiert. Ja? Das ist jetzt nicht so, ich schreie das einmal raus und schau mal, was passiert, sondern die haben das fix gibt's implementiert. Schon. Das gibt es, ja. Das genau, gibt es in Vorarlberg. Und die Steirer sagen, ja, das ist, finde ich eigentlich super. Ja? Auch ÖVP. Ja. Ja, ja, aber gleichzeitig, und der Rainer hat es ja gerade vorhin gesagt, ist jetzt... Beide Landtagswahlen. Ja, ja, naja, schon, ja. Aber ist jetzt Migration eine Frage so von es. Ländern oder vom Bund? Und auch da, wenn die Debatte jetzt hochkocht, wird sich der Bund dazu verhalten müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dann haltet. Also wir können das jetzt beobachten, wie das läuft. Aber wenn plötzlich jedes Bundesland eigene Migrationspolitik macht, na dann schauen wir mal. Ich wünsche mir das nicht. Ja, die Frage ist, wenn das so weitergeht, sind alle d'accord mit dieser, außer vielleicht ja Wien nicht. Ja, ja genau, und dann haben wir... Aber die Wiener haben dann das Problem, wenn überall alle der Kodex ist. Wobei sehr für seine Verhältnisse, Herr Stadtrat, schon sehr mit der Handbremse bei diesem Thema hier jetzt agiert hat. Also Hacker vor 2 Jahren oder noch letztes Jahr hätte ihnen diesen Vorschlag um die Ohren gehauen, ja, einfach aufgrund seiner Persönlichkeit, wie er auch so ist, ja, und auch bekannt ist. Jetzt hat er mal zumindest gesagt, naja, es gab ja viele Verfehlungen in der Vergangenheit, ja. Da hat er nicht Unrecht, ja. Aber man muss natürlich darüber diskutieren. Also auch da siehst du schon auch in Wien und auch bei den Sozialdemokraten in Wien, weil die erst ist ja dann in absehbarer Zeit gewählt, 2025 im Herbst wieder. Und Wien hat natürlich auch hier, ist hier auf eine gewisse Art und Weise ein gewisses Pulverfass bei diesem Thema, weil es die meisten natürlich haben, die von den Asylwerbern angefangen und so weiter. Wobei, also ich bin einfach auch fürs Auseinanderdividieren. Ja, reden wir über das Asylrecht in dem Land, das kann man verschärfen, kann man auch nicht verschärfen, aber man muss es einmal dann einsetzen, durchsetzen, dann bei einem negativen Bescheid auch mit Abschiebungen. So, und davon unabhängig gibt's die Diskussion, brauchen wir Menschen, die dieses Land kommen und hier einen Arbeitsplatz übernehmen, weil wir zu wenige Menschen haben, die bestimmte Arbeitsplätze zu übernehmen. Das kann man ein bisschen zusammen halten die Themen aber eigentlich nicht. Und das dritte Thema ist ein wahrscheinlich wieder anderes Thema, das ist das Problem des Antisemitismus, des Anti-Israelismus, der in dem Land relativ ausgeprägt ist und der hat sozusagen links, rechts, innen und dann noch importiert. Aber ich glaube, das müssen wir auch bis zum gewissen Grad davon, also ich bin immer für den Kodex, habe ich hier auch schon mal gesagt vor 2 Wochen, aber trotzdem glaube ich, müssen wir das differenziert und auseinanderdividiert diskutieren. Mhm. Also es ist sozusagen immer alles eins und du bist dann relativ schnell bei der totalen Panik. Okay, jetzt muss ich leider, das war ein schöner Abschluss für diesen ersten Teil, ich muss leider unterbrechen. Wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause und sind gleich wieder für Sie da mit weiteren spannenden Themen.